Hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute geht es mal darum, ja, warum du über ein Return-on-Investment-System nachdenken solltest, warum du ja ein Return-on-Investment-System ja in deinem Business einsetzen solltest. Zunächst mal möchte ich dir ja das kurz anhand von einem kleinen Beispiel skizzieren, damit du ja gleich den Nutzen erkennst und falls du noch nicht weißt, was ein Return-on-Investment-System quasi, was das bedeutet, dann wird es gleich mit dem kleinen Beispiel klar. Nehmen wir mal einfach an, du bist Networker und dann ist es ja in der Regel so, dass nicht mit jeder Person, wo du sprichst, wird dein Kunde werden. Und wenn du jetzt zum Beispiel ja, ich sag mal, in Marketing investierst. Das heißt, zum Beispiel, nehmen wir einfach mal das klassische Beispiel, du machst Werbung auf Facebook und dann kostet dich zum Beispiel, wenn sich jetzt jemand über deine Werbeanzeige auf deiner Landingpage in dein ja, E-Mail-Marketing-System einträgt, dann kostet dich der Lead jetzt, sagen wir einfach mal, 2 Euro. Wenn du jetzt gleich im Anschluss zum Beispiel ein kleines ja, Produkt anbietest, was vielleicht 7 Euro kostet und die Person kauft es, dann hast du quasi dein Marketingbudget quasi gedeckt und hast sogar noch einen Gewinn erwirtschaftet. Das heißt, du nimmst 7 Euro ein und hast für 2 Euro quasi den Lead gewonnen und hast dann dementsprechend 5 Euro Gewinn, die du dann dementsprechend entweder als Gewinn einstreichen kannst oder einfach dementsprechend wieder ja, reinvestieren kannst, um weitere neue Interessenten für dein Business zu gewinnen. Die Vorteile von so einem System sind halt ganz einfach, dass dieses System dir automatisch neue Kunden bringt, weil du generierst Gewinn, ja, also du machst Gewinn, den du wieder investieren kannst. So kannst du dann quasi deine Werbeausgaben dementsprechend ja erhöhen und kannst dadurch ja mehr Leads generieren, dadurch wiederum mehr Verkäufe generieren. Also bring dir neue Kunden und zwar passiv, weil wenn das System halt einmal läuft, musst du ja da nicht mehr aktiv etwas dafür tun. Wie schon gesagt, das Ganze ist automatisierbar. Du installierst das Ganze eben einmal und dann läuft das Ganze. Natürlich kannst du immer noch schauen, das Ganze zu verbessern und so weiter, keine Frage. Aber wie gesagt, der Prozess läuft dann automatisiert. Der dritte Vorteil ist, dass du eben deinen Umsatz und deinen Gewinn steigerst, weil du eben nicht nur ja, oder weil du eben nicht nur quasi an deinem Hauptprodukt Geld verdienst, sondern eben durch ja, Zusatzverkäufe dementsprechend ja deinen Umsatz erhöhst, deinen Gewinn erhöhst, ja, und eben halt auch einfach durch das, dass du ja Gewinn erwirtschaftest, den du wieder reinvestieren kannst in Marketing, dadurch deinen Gewinn noch weiter steigern kannst. Und ja, der nächste Punkt, der dir ja dein enormer Vorteil ist, dass du dir einfach enorm Zeit sparst, weil du ja quasi dein Marketing und deine Neukundenakquise dementsprechend automatisierst. Was solltest du wissen, welche Kennzahlen solltest du kennen, wenn du ja so ein System aufsetzt? Zum einen solltest du die Kosten der Kampagne kennen. Also du solltest wissen, okay, wie hoch ist mein Budget, wie viel brauche ich denn oder wie viel kostet mich, um ein Lead zu generieren, wie viele Leads brauche ich, um ja Verkäufe zu generieren, was für Erträge hast du dann quasi aus der Kampagne. Du musst eben, wie gesagt, wissen, die Anzahl der Leads, ja, und wie viele Verkäufe du mit diesen Leads generierst. Und dann solltest du dir halt einfach immer diese einzelnen Bausteine ansehen, solltest dir den Prozess anschauen und immer wieder schauen, okay, wo kannst du optimieren, wo kannst du verfeinern. Und ja, wie kannst du quasi oder welche Tools benötigst du, um dieses System aufzusetzen? Im Prinzip ja, ist es einfach mal wichtig, sich festzulegen, okay, über welche Kanäle soll denn Leads generiert werden, soll das über ja, Videomarketing passieren, soll es über den eigenen Blog passieren, soll es über ja, soll es über Pay-per-Click-Werbung passieren, also Facebook-Anzeigen, Google-AdWords-Anzeigen, dass du da einfach da mal drüber im Klaren wirst, welches Medium du da wählen willst. Du brauchst ein E-Mail-Marketing-System, ja, du brauchst eine Webseite, um Leads zu generieren, du brauchst ein E-Mail-Marketing-System, um dein Follow-up aufzubauen und dann ja eben dementsprechend zu verkaufen, und du brauchst natürlich dann dementsprechend ein Produkt, was du dann auch vermarkten kannst. Es muss nicht unbedingt ein eigenes sein, es kann, wie gesagt, auch ein Produkt sein, wo du eine Affiliate-Provision bekommst, ja, also ein Produkt, was vielleicht zu deinem Thema passt, aber jetzt nicht so in direkter Konkurrenz zu dir steht. Und wenn du ja diese Punkte beachtest, dann kannst du quasi dementsprechend dir so ein eigenes System einrichten. Okay, ich hoffe, diese Gedanken, diese Tipps waren jetzt für dich hilfreich. Wenn sie für dich hilfreich waren, ja, gib mir einen Daumen hoch, teile das Ganze mit deinem Netzwerk. Man weiß nie, für wen die Infos ja hilfreich sind.
Ansonsten, wenn du weitere Tipps möchtest, kannst du unterhalb dieser Folge dir quasi kostenlos mein Newsletter abonnieren. Dort bekommst du dann regelmäßig ja, weitere wertvolle Informationen und Tipps direkt in dein E-Mail-Postfach. Verpasst auch nicht, wenn eine neue Folge online geht. So, in diesem Sinne habe ich jetzt genug gequatscht. Ich wünsche dir ja einen wunderschönen Tag, maximalen Erfolg. Alles, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.